Ja, herzlich willkommen, frohes neues Jahr. Wir haben heute ein Thema, das eigentlich interessant, uninteressant ist, weil es eigentlich nicht wirklich zu erfassen ist. Und das Thema heißt Kinder an die Macht, Avatare im Gestern und im Jetzt. Avatare ist ein Begriff, der uns aus der Bhagavad Gita am ehesten noch vertraut ist. Es gibt aber keine wirklich hinreichenden Beschreibung, jede Menge Vermutungen, heute noch mehr Kinderspiele dazu unter dem Begriff Avatar, was heute eher Kunstwelt heißt als Gott wird sichtbar. In der Avatar-Familie gibt es verschiedene Unterscheidungsmuster. Ein Muster ist die Herkunft. Es gibt die herabsteigenden Avatare und die aufsteigenden Avatare. Die herabsteigenden Avatare sind die, die direkt aus Gott geschöpft wurden, die keine physischen Eltern haben, die als Gott wird sichtbar in der Avatarform geschaffen worden sind. Die aufsteigenden Avatare sind die, die Eltern haben. In der Regel sind es Kinder aus Avatar-Göttinnen-Verbindungen, wie zum Beispiel das berühmteste Ganesha. So ein Avatar, der zu den aufsteigenden Avataren gehört. Bei den Avataren gibt es sonst Merkmale, die wir unterscheiden in ihrer Funktion. Die Avatare, die direkt ans Gott geschöpft wurden, die hat Jesus mal ganz gut geschrieben, als Wesen, die immer nahe beim Vater geblieben sind, die nie den Weg vom Thron Gottes weggemacht haben, die nie ein Eigenleben geführt haben, sondern immer nur Ausdruck des göttlichen Willens waren. Aus denen heraus sind wir viele Wesen geschaffen, viele von denen laufen unter uns rum. Viele, die meisten als Kinder. Das sind die Kinder, die heute sich inkarnieren als Kinder der Altavatare sozusagen, aus Schöpfungen der Altavatare. Oft eben auch Schöpfungen aus den Avataren ohne Eltern, sondern als reine Abbilder einzelner Avatarqualitäten, die sich jetzt darauf vorbereiten, die neue Schöpfung aus dieser Generation herauszuführen. Und das ist ganz spannend, die sind eben nicht klassisch Avatare, sondern sie sind oft unklassisch. Sie sind Avatare aus ihrer Funktion. Wir verstehen sie darin, dass sie uneigennützig dienen, dass sie Allmacht geliehen bekommen haben, dass ihnen Allwissenheit zur Verfügung steht, dass ihre Allgegenwart spürbar wird. Und wenn man diese Allgegenwart, Allwissenheit, Allmächtigkeit als Merkmal der Altavatare sehen kann, so ist. Sind die Jungavatare, die das spiegeln, die hier hinkommen und diese Eigenschaften in Dienst stellen, um dieses goldene Zeitalter schaffen zu können. Und wir von der Ebene der Leute im Menschkörper brauchen diese Unterscheidung an sich sowieso nicht zu treffen, weil wenn wir zum Himmel gucken und das Licht sehen, ist es wunderbar. Mehr brauchen wir nicht. Und wenn wir an dieser Liebe teilhaben dürfen, die diese Kinder uns jetzt schon so bereitstellen, dann wissen wir, dass das goldene Zeitalter eine wunderbare Sache wird. Dass das Ende des alten Krieges ist, in dem so viele Wesen des Lichts so eine schlechte Rolle gespielt haben. Und dass die alten Avatare das Abgeben, dieses Hinüberleiten in die Schöpfung in eine Folgegeneration, ist ein Friedenszeichen, ein Zeichen dafür, dass das, was passieren soll, nicht Grundlage der alten Kämpfe ist, sondern Grundlage der immer allgegenwärtigen Liebe Gottes. Und ich finde es eine ganz gute Aussicht auf dieses Jahr, dass wir schon so viele von diesen Wesen inkarniert haben und sie sich zeigen und sich uns anschließen und mit uns glücklich sein wollen. Dann seid glücklich. Ich bin's auch. Viel Spaß.